Seit einigen Wochen weiß ich, dass ich eine Herzkrankheit habe. Und zwar durch eine Muskelschwäche sozusagen versorgt mein Herz den Körper nicht mit genügend Blut bzw. dadurch Sauerstoff. Das kann man natürlich durch Medikamente unterstützen bzw. die Schwäche etwas ausgleichen, aber man muss oder kann auch mit anderen Sachen helfen sozusagen. Ich könnte durch das Abnehmen meinem Herzen helfen, leichter den Körper mit Sauerstoff und Blut zu versorgen. Also das Abnehmen wäre für mich eigentlich lebenswichtig. Leider ist es mit dem Abnehmen genauso wie mit den Zigaretten. Man weiß, dass das Rauchen nicht gut ist, man macht es aber trotzdem. So ähnlich ist es auch mit den Süßigkeiten, wenn man abnehmen möchte. Man weiß, dass die Süßigkeiten nicht helfen und ganz im Gegenteil sogar das Abnehmen verhindern. Man isst sie aber trotzdem. Uch, 104. Ganz schön viel. Vor mir liegt noch ein ganz weiter Weg. Puh, ein ganz weiter Weg liegt noch vor mir. Jetzt habe ich 104, optimal wären für mich, denke ich mal, 85. Noch einiges runterzukriegen. Ich möchte jetzt durch eine Art Abnehm-Bootcamp sozusagen das Abnehmen ins Rollen bringen. 20 Tage lang, so lange sollte diese erste Phase dauern. Also, los geht's! Tag meines Bootcamps und schon läuft es nicht so ganz, wie ich mir das erhofft habe. Ich bin gestern laufen gewesen und das war vielleicht nicht so gut. Ich hätte vielleicht noch ein paar Tage Pause machen sollen. Auf jeden Fall tut mein rechtes Knie weh und ich kann dementsprechend nicht heute Morgen wie geplant laufen gehen. Stattdessen versuche ich ein bisschen Ergometer zu fahren und ich hoffe, dass es dann gut geht. Ich muss aufpassen, sonst sollte ich Schmerzen weiterhin haben, werde die 20 Tage nicht wirklich erfolgreich überstehen können. Also muss ich mir jetzt ein bisschen schonen. Also ich fange mit einer moderaten Belastung an, um nicht zu sagen eine ganz kleine Belastung, mit 130 Watt. Stunde wollte ich machen. Es geht ganz gut, mein Puls ist um die 90 Schläge, passt schon, das ist ganz gut und ich denke, das wird okay. Das ist ordentlich, fast 30 Kilometer, ordentlich Kalorien verbraucht. Und eigentlich überhaupt nicht so anstrengend. Also 130 Watt ist für mich zu wenig. Und schaut euch mal Puls an. So schön, konstant. Nicht mehr als 116. Top. So, erste Training ist fertig. Mein Knie hat es eigentlich gut ausgehalten. Es tat ein bisschen weh, aber insgesamt war es okay. Vielleicht muss ich jetzt irgendwie behandeln. Oder besonders darauf achten, aber ich denke, es wird gehen. Also offiziell, mein Bootcamp kann heute starten. Aha, ja, noch eine Sache. Ich weiß nicht, ob ich euch erzählt habe. Ich habe mir extra Urlaub genommen, 20 Tage lang. Und diese 20 Tage konzentriere ich mich fast ausschließlich auf mich. Also ich verreise nicht, ich tue nichts sozusagen, außer mich um mich selbst zu kümmern. 20 Tage lang. Also, es geht los. Also, ich finde es ganz wichtig, dass bei so einem Bootcamp alles nach einem bestimmten Zeitplan abläuft. Nicht, weil dieser Zeitplan was ganz Besonderes sein soll, sondern weil die Zeitpläne dazu helfen, die Gedanken im Rahmen zu halten, im Schach zu halten und die Gewohnheiten entsprechend zu brechen und neu zu schaffen. Nur wenn man sich quasi nach einem bestimmten Plan benimmt, schafft man nicht zu denken an bestimmte Sachen, zum Beispiel an das Essen. Also habe ich mir einen Plan erstellt und möchte mich gerne nach diesem Plan nächste 20 Tage benehmen, beziehungsweise so möchte ich leben. Allerdings, schon heute am ersten Tag des Bootcampes lief nichts nach dem Plan.
Die Katze musste zum Tierarzt, das bedeutet für mich 2 Stunden mindestens Fahrt, also hin, einmal Stunde hin, dann ein bisschen warten, dann Stunde zurück. Das bedeutet, jetzt ist schon 11:30 und mein Morgensplan ist quasi nicht mehr zu verfolgen. Das bedeutet, ich muss es jetzt entsprechend anpassen und anders machen. Naja. Und heute zum Mittagessen. Tada! Blumenkohlsuppe mit Äpfeln. Zwiebeln, Äpfel mit Speck und ganz lecker Hackfleisch. Super. Wenn ich dir jetzt frage, wie es schmeckt, sagst du, lecker. Wenn ich dabei gefilmt? Ja. Okay, dann warte mal. Dann sagst du, lecker. So, auf was Fleisch nehmen. Das ist Fleisch. Lecker. Ich kann das mal probieren, bevor das ich da was reinmache. Mach mal, sag, lecker. Das schmeckt echt gut. Jetzt nochmal. Ich sagte, das schmeckt echt gut. Sehr gut. Du, thanks. Aber jetzt musst du Toppings auch nehmen. Ja, warte, ich wollte es nicht verfälschen. Hackfleisch. Hackfleisch. Speck mit Apfel. What? Speck mit Apfel. Speck mit Apfel? Speck mit Apfel. Okay. Und ein paar Zwiebelchen da drauf. So, jetzt Zwiebel drauf. Die muss man übrigens schräg schneiden, ja? Nicht so hässlich. Hässlich. So, jetzt probierst du und sagst, göttlich. Ja? Also ich hatte heute schon Gemüselasagne hier in dem Kindergarten, ja? Und jetzt? Göttlich. Schmeckt echt gut. Jetzt ist, wie spät? 8:30. Mein zweites Training ist vorbei. Ich hab's gut gemacht, mein Knie ist okay. Hallo, wie ist es? Okay. Und jetzt sind mir noch 1,5 Stunden geblieben, bis ich schlafen gehe. Also der Tag ist fast geschafft. Allerdings bleiben mir jetzt 1,5 Stunden, die bis jetzt für mich immer die schwierigste waren. In diesen 1,5 Stunden habe ich geschafft, so viel zu essen, wie den ganzen Tag nicht. Also um ehrlich zu sein, ich bin zufrieden mit dem heutigen Tag. Jetzt muss ich aber nur noch heute Abend schaffen und dann war der erste Tag meines Bootcamps richtig, richtig gut. Ob ich es geschafft habe, erzähle ich euch aber morgen. Gestern doch die 1,5 Stunden geschafft, nichts zu essen. War wirklich erfolgreich. Ich bin richtig froh drüber. Heute geht es entsprechend weiter. Ich habe euch gestern gezeigt, wie wichtig ein Ablaufplan ist. Jetzt erkläre ich euch erstmal meinen Zeitplan, den ich mir eigentlich zusammengebaut habe für die nächsten 20 Tage. Ich habe vor, aufzustehen um 5, beziehungsweise zwischen 5 und 5:30 entsprechend wach zu werden, zu duschen und so weiter. 35 bis 6 Uhr mache ich Tai Chi, Qigong, beziehungsweise meditiere ich. 6 Uhr bis 7 Uhr lese ich die Nachrichten, schaue mal ein bisschen im Internet und trinke Kaffee. 7 Uhr bis 7:30 Uhr ist mein Hund dran. 7:30 Uhr bis 9 Uhr mache ich Sport, entweder Laufen oder Krafttraining oder was auch immer. Vom 9 bis 9:30 Uhr dusche ich natürlich, 9:30 Uhr bis 10 Uhr ist Frühstück dran. 10 bis 12 Uhr lerne ich Chinesisch. 12 bis 13 Uhr gehe ich einkaufen für das Mittagessen, falls notwendig. Falls nicht, werde ich einfach länger Chinesisch lernen. 13 Uhr bis 14:30 Uhr koche ich Mittag, beziehungsweise esse auch zu Mittag. 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr kümmere ich mich wieder um den Hund. Ich kümmere mich zweimal um den Hund, aber wir sind 6 in der Familie, also kümmern sich ständig einander um den Hund. Und so ist immer jemand mit dem Hund quasi unterwegs. 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr lerne ich wieder Chinesisch. 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr bin ich beim Tai Chi bzw. Qigong Training. 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr möchte ich gerne lesen. 18:30 Uhr bis 19 Uhr esse ich zu Abend und das ist auch meine letzte Mahlzeit an dem Tag.
19 Uhr bis 20.30 Uhr mache ich wieder eine Sporteinheit. 20.30 Uhr bis 22 Uhr kümmere ich mich um Inhalte für soziale Netze, YouTube und so weiter. Und 22 Uhr gehe ich schlafen. Ich versuche meinen Tag so zu gestalten, selbstverständlich wird das nicht immer gehen, also Abweichungen sind okay, aber hauptsächlich möchte ich so verfahren, um dadurch entsprechend starre Rahmen für meine Gedanken zu schaffen, um entsprechend zu vermeiden, zwischendurch zu naschen, dass es mir langweilig wird und so weiter. Ein kleiner Hinweis für alle die, die ebenfalls zum Beispiel abnehmen wollen oder einfach nur Sport treiben wollen, aber irgendein Herzproblem haben, unbedingt mit eurem Arzt reden. Je nachdem, was für ein Problem ihr habt, müsst ihr entsprechend eure Leistungen, also sportliche Leistungen, anpassen. Vielleicht sogar ganz drauf verzichten, das weiß ich natürlich nicht. Ich habe mich mit meinen Ärzten konsultiert und die haben mir ausschließlich sogar geraten, Sport zu treiben. Also unbedingt mit dem Arzt reden. Wie viel will ich aber eigentlich abnehmen? Ich habe euch am Anfang des Videos gesagt, ich will ungefähr 85 Kilo erreichen. Ja, vielleicht. Vielleicht auch mehr, vielleicht auch weniger. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir ein Tool, eine Anwendung geschrieben, die auf einfache Art und Weise verschiedene Formeln nimmt sozusagen und ideales Gewicht berechnet. Am Ende bildet sie irgendwie einen Mittelwert und das ist etwas, was durchaus ein Zielwert sein kann. Es ist wirklich interessant, wie stark die Werte variieren, von 75 bis 92, das ist echt eine breite Spanne. Wenn man einen Mittelwert bildet, wäre für mich das ideale Gewicht ungefähr 83 Kilo. Und das werde ich jetzt entsprechend anstreben. Der Punkt ist nur, ich werde natürlich nicht 83 Kilo innerhalb von 20 Tagen erreichen. Aber ich möchte mit diesem Abnehm-Bootcamp es auf den richtigen Weg bringen und richtige Gewohnheiten schaffen. Die nächste wichtige Sache ist, wieso gerade 20 Tage? Viele haben danach gefragt. Es geht um Folgendes, ich habe irgendwo gelesen, dass man ungefähr 21 Tage benötigt, um eine alte Gewohnheit durch eine neue zu ersetzen. Und genau darum geht es mir. Ich möchte durch diesen Abnehm-Camp, Bootcamp, eine alte Gewohnheit ablegen und neu schaffen. Zum Beispiel, ich möchte keine Süßigkeiten essen, ich möchte nicht nach 19 Uhr essen und so weiter. 我要啤酒和面条。我要啤酒和面条。汤和饺子多少钱？汤和饺子多少钱？ 我要一碗汤和一盘饺子。我要一碗汤和一盘饺子。 一碗汤 20 块。 Wieso lerne ich eigentlich gerade Chinesisch? Es gibt mehrere Gründe. Zu einem, eine Sprache lernen ist hervorragende Gedankenbeschäftigung. Und wenn man abnehmen möchte, hilft eine Gedankenbeschäftigung, um sich auf etwas anderes zu konzentrieren und nicht auf das Essen zu denken. Hilfreich. Dann, es geht um Folgendes. Ich mag sehr gerne die chinesische Kultur, die chinesische Tradition und die chinesische Philosophie und die möchte ich gerne studieren. Man kann sie leichter studieren, wenn man die Sprache beherrscht. Und die dritte ganz wichtige Sache ist die traditionelle chinesische Medizin. Ich bin fest davon überzeugt, dass mir die traditionelle chinesische Medizin helfen kann, meine Herzprobleme zu lösen sogar. Dafür ist natürlich auch chinesische Sprache äußerst hilfreich. Mittagessen heute. Das habe ich echt gut gemacht. Jetzt habe ich aber echt keine Lust. Null Lust, nur. Thank you.
Gestern war es ganz schön schwer. Jetzt, wie die Zeit vergeht, also der dritte Tag ist heute, wird es natürlich immer schwerer. Ja, besonders immer schwerer, wenn man trainieren soll. Man hat immer weniger Lust. Das ist das, was meistens dazu führt, dass man aufhört, weil einfach keine Lust mehr da ist. Dann ist es wichtig, zum Beispiel Trainingsart, also Sportart, zu ändern. Das hilft dann vielleicht noch so und bringt noch so ja, Motivationsschub dazu. Deshalb gehe ich jetzt laufen. Die Lustlosigkeit ist auch oft ein Zeichen des Übertrainings, also wenn man zu viel trainiert hat. Und wenn man jetzt 3 Tage oder 2 Tage lang jeweils 2-mal pro Tag trainiert hat, dann ist es kein Wunder, dass man sich irgendwann übertrainiert fühlt. Dann ist vielleicht ein Ruhetag angebracht. Seht ihr? Das kann auch eine Folge des Übertrainings sein. Irgendwann schafft man nicht mehr. So, und jetzt heißt es Augen zu und durch. Irgendwie, egal wie, auch mit den Pausen. Puh, also los. Frühstück ganz nach der Ampelregel. Gelb, rot, grün und bunt. Zum Thema, warum zähle ich eigentlich nicht die Kalorien? Es ist Folgendes zu sagen, ich habe früher ganz oft die Kalorien gezählt. Ich finde diese Methode äußerst gut und sehr hilfreich, weil dadurch kann man lernen, welche Menge ist eigentlich die richtige Menge für mich, wenn ich abnehmen möchte oder wenn ich einfach mein Gewicht halten möchte. Die übergewichtigen Menschen haben das sehr oft eigentlich verlernt. Das hat mir geholfen zu lernen, welche Menge eigentlich für mich okay ist. Das heißt, ich glaube, jetzt zu wissen, welche Menge ich essen soll, also wenn ich das Essen sehe, kann ich es bestimmen sozusagen, um entsprechend abzunehmen. Deshalb zähle ich nicht die Kalorien, sondern bestimme die Menge nach Gefühl. Also das bedeutet, ich esse auf jeden Fall weniger. Das ist ein Punkt. Zweiter Punkt, ich esse eigentlich alles, weil ich bin der Meinung, dass man eigentlich alles essen darf. Es kommt aber auf die Menge an und es kommt natürlich darauf an, dass alle notwendigen Nährstoffe dem Körper gegeben werden. Also sowohl Mikro als auch Makro. Vitamine, Mineralien, Eiweiß und so weiter. Das heißt, es muss alles irgendwie vertreten sein. Ich befolge sehr oft die Ampelregel, wie man sie nennen kann. Also ich versuche in jeder Mahlzeit entsprechend 3 Farben zu bekommen. Grün, Gelb und Rot. Und dadurch bin ich quasi gezwungen, Gemüse und so weiter und ähnliche Sachen in meiner Mahlzeit entsprechend zu haben. Fertig, 30 Minuten. Jetzt 30 Minuten Fahrrad. Sehr gerne Kaffee, aber nicht vergessen, wenn man Kaffee mit Milch oder sogar mit Zucker trinkt, da sind versteckte Kalorien. Ich trinke es nur mit Milch, also eigentlich Cappuccino. Und eine Tasse, da sind so 70 Milliliter Milch, da sind einiges an Kalorien. Wenn man 3, 4, 5 pro Tag trinkt, dann ist das ist Menge Kalorien, die eigentlich versteckt sind. Also meine Empfehlung ist, keinen Kaffee zu trinken. Wenn, dann nur schwarz. Und das mache ich ab jetzt. Jetzt wird es immer schwerer. Jetzt ist der 4. Tag heute. 3 Tage jeweils 2 Trainings pro Tag und heute der 4. Tag. Jetzt sagt mein Gehirn, eigentlich könntest du jetzt einen Ruhetag machen. Heute musst du es nicht. Es wird besser morgen, wenn du dich heute ausruhst. Stimmt auch. Das stimmt. Aber, könnt ihr auch aufhören?
eine Pause machen und dann weitermachen, so richtig so kraftvoll. Nein, 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 nein. Das ist nur ein Streich meines Gehirns. Ich gehe und mache es jetzt. Ich will euch nur noch zu den Übungen von heute Morgen einiges sagen. Ich mache sie eigentlich nach der Meditation und nach dem Qigong bzw. Tai Chi. Sie dienen mir dazu, die Beweglichkeit meiner Schulter zu vergrößern oder wiederherzustellen und die Kraft wiederherzustellen und aufzubauen. Warum mache ich das Ganze? Weil hier in diesem Bereich ein Herzschrittmacher eingebaut worden ist. Und zwar ziemlich frisch, es sind jetzt gerade, glaube ich, 8 Wochen oder sowas vorbei. Und die Folgen von der Implantation ist entsprechend, ja, die wenige oder kleinere Beweglichkeit der Muskel, Sehnen, Schulter, Gelenke und so weiter. Schmerzen und Verlust der Kraft natürlich, wenn man es nicht nutzt, verliert man die Kraft. Also baue ich sie jetzt wieder auf. Auch noch ein ganz wichtiger Hinweis, und zwar, wenn man 2x pro Tag Sport macht, das ist ziemlich viel und ziemlich anstrengend und man schwitzt natürlich sehr viel. Da muss man natürlich aufpassen, weil durch das Schwitzen verliert man auch Salz, Mineralien und so weiter. Um das wieder nachzuholen, trinke ich solche, ja, das sind so Elektrolyten eigentlich, die man, das sind Tabletten, die man im Wasser auflöst und dann entsprechend trinkt. Mein Abendessen, Haferflocken mit ganz viel Zeug, Obst, Nüsse und so weiter. Jetzt noch ein Training. Null Lust, null Bock, null, 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 null. Das ist jetzt richtig schwer. Am besten Gehirn ausschalten und einfach machen. Die eigentliche Frage ist, wie stark will man etwas? Der 5. Tag. Ich bin überhaupt nicht zufrieden mit meinem Tag davor, also mit gestern. Und zwar, meine Mahlzeiten waren einfach viel zu groß. Ich aß Sachen, die ich eigentlich nicht essen möchte. Kekse, und zwar einige. Und halbe Tafel Schoko habe ich auch gegessen. Nicht gut. Und das sieht man bereits sofort heute Morgen an meinem Gewicht. Die Waage ist gnadenlos. Sie zeigt genau, wie viel ich jetzt wiege. Mehr als gestern. So, aber es ist nicht alles so schlimm. Es gibt auch positive Sachen. Und zwar, ich bin zufrieden mit dem Tag gestern aus folgenden Gründen. Zu einem habe ich geschafft, beide Trainings durchzuziehen. Und zwar, das war wirklich nicht ohne, weil nach 4 Tagen, jeweils 2x pro Tag Training, ist das wirklich, wirklich, wirklich schwer. Ja, das ist also, ich habe es geschafft, quasi mich zu besiegen. Das ist eine Sache. Und zweite Sache, mit der ich sehr zufrieden bin, ist, ich habe nach 19 Uhr, also nachdem ich Abend gegessen habe, nichts mehr gegessen. Und das ist eigentlich das, was ich mit diesem Bootcamp auch machen möchte, und zwar diese Gewohnheit, abends nach einem Abendessen weiter zu essen. Also da bin ich echt zufrieden. Ich denke, ich werde die erste Trainingseinheit, Morgenstraining, nicht machen. Und je nachdem, wie ich mich fühle, werde ich es abends machen. Ich hasse solche Tage wie heute. An solchen Tagen würde ich am liebsten das Gewicht verstecken und es keinem zeigen. Die Ruhetage finde ich ganz schlimm. Ich hatte gestern einen Ruhetag. An diesen Tagen verliere ich sehr oft die Kontrolle und esse alles, was mir unter den Händen kommt. Schlimm.
So ein Tag war gestern und genauso habe ich gestern die Kontrolle verloren und alles gegessen. Wahnsinn. Ich habe jetzt nicht nur einen Tag so gehabt, also gestern. Vorgestern war genau so ein Tag. Also an zwei Tagen hintereinander habe ich viel und sehr schlecht gegessen. Heute Morgen habe ich natürlich die Strafe bekommen. Ich fühle mich schuldig, ich fühle mich mies, enttäuscht von mir selbst und sehr sauer. Ich habe jetzt eigentlich nur zwei Optionen. Entweder höre ich auf, breche das Ganze ab und bleibe so, wie ich bin, ärgere mich natürlich weiter und mache die ganze Welt daran schuld, dass ich nicht schaffe abzunehmen, oder ich stehe dazu, was passiert ist, mache es transparent quasi, zeige es allen, putze meinen Staub von den Schultern ab, stehe auf und mache einfach weiter. Einkaufen nur zu Fuß. Und wenn möglich, irgendwelche Getränke oder sowas mitschleppen, damit es ordentlich schwer wird. Je schwerer die Tasche, umso mehr Kalorien werden verbraucht. Das erste Training ist fertig. Für mein zweites Training heute Abend muss ich entsprechend Whiteboard vorbereiten, um entsprechende Übungen aufzuschreiben, die ich dann heute Abend durcharbeite. Heute Abend habe ich vor, ein bisschen Kraftübungen zu machen. Das wird das erste Mal nach der Herzschrittmacher-OP sein. Aber wenn ich bestimmte Muskeln nur passend trainiere, wird es kein Problem sein. Da bin ich mir sicher. Das hier lösche ich nicht. Das ist Anzahl der Treppen, die ich maximal bis jetzt nach oben und nach unten geschafft habe, mit dem Bulgarian Bag auf den Rücken. Das werde ich noch toppen, mit Sicherheit. Nicht heute, aber demnächst. Und dann gab es noch Pizza am Abend und alles war futsch. Das war der dritte Tag nacheinander, war eigentlich durcheinander, war nicht okay. Das heißt, an drei Tagen habe ich mein Tagesablaufplan komplett nicht befolgt und komplett die Kontrolle nicht gehabt über das, was ich esse und das, was ich tue. Schlimm. Und heute fängt es ebenfalls nicht gut an. Zu einem muss ich meine Tochter zur Arbeit fahren, zu anderen muss ich mit meinem Sohn zum Arzt und damit kann schon der ganze Vormittag gar nicht so ablaufen, wie ich es gerne hätte. Aber die Sachen müssen erledigt werden. Das heißt, ich muss entsprechend meinen Tagesablauf entsprechend anpassen. That's life. Es ist schon sehr wichtig zu überlegen, warum ist man eigentlich übergewichtig, beziehungsweise warum isst man zu viel oder warum kann man sich nicht unter Kontrolle halten. Das sind alles so Situationen, die eigentlich zeigen, dass man irgendein inneres psychisches Problem hat. Das muss man sich erst zugestehen. Man kann das auch als Ungleichgewicht bezeichnen. Also ich bezeichne das gerne als Ungleichgewicht. Beziehungsweise die umgekehrte Aussage wäre, wenn ich im Gleichgewicht mit mir selbst, mit meinem Leben innerlich und äußerlich wäre, hätte ich das Problem nicht. Ich habe das auch in den letzten drei Tagen gemerkt. Ich war so richtig innerlich unruhig. Ich wusste nicht, was mache ich jetzt? Ich wusste nicht, was ich mit mir selbst anfange. Und irgendwelche Unzufriedenheit war tief in mir. Also das sind alles so Beweggründe, die mich dazu bringen, dann entsprechend viel zu essen, unkontrolliert zu essen und mein Leben und Tagesablauf eigentlich nicht unter Kontrolle zu haben. An Ausfahrt 25 rechts abbiegen. Die Meditation hilft mir, das innere Gleichgewicht eigentlich wiederherzustellen, die Harmonie herzustellen und Ruhe zu finden. Danach muss ich gar keine Kontrolle mehr ausüben. Es passiert von alleine. Ich ernähre mich vernünftig, ich bin glücklich, ich bin zufrieden, ich mache vernünftig Sport, bewege mich. Also es ist alles in so einem inneren und äußeren Gleichgewicht. Dann funktioniert das.
Heute ist der 10. Tag. Ich habe mich kaum bewegt. Vielleicht 500 Gramm, aber das kann auch Wasser sein. Also 10 Tagen kaum was abgenommen. Bootcamp hin oder her. So, und letzte 5 Tage, erste 5 waren sehr gut. Die letzten 5 Katastrophe. Ich bin sicher, das kennt ihr alle. Wenn man sich vornimmt, ab morgen sozusagen, möchte man etwas machen, möchte man Diät machen, möchte man sich anders ernähren oder Sport treiben oder aufhören mit dem Rauchen, ist alles das Gleiche. Und dann kommt der Tag und ihr macht es weiter wie sonst. Furchtbar. Und dann immer wieder so, immer wieder so, immer wieder. Und irgendwann seid ihr sowas von frustriert, dass ihr keinen Bock mehr habt. Das ist das Gefühl, was ich jetzt gerade habe. So, eins kann ich euch aber nur sagen. Der einzige Ausweg aus so einer Situation ist es einfach weiterzumachen. Einfach die Motivation in Frage zu stellen. Zu gucken, will ich das wirklich? Weil das ist der einzige Punkt. Nur wenn du es wirklich willst, wenn du es wirklich, wirklich, wirklich mit jedem Atom deines Körpers erreichen möchtest, wirst du es auch tun. Ansonsten wird jeden Tag eigentlich eine Katastrophe kommen und du wirst jeden Tag aufs Neue versuchen und nie schaffen. So, ich mache jetzt weiter.